Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder euer Hong. Nicht Spaß, was geht ab Leute? Hong hier, mit einem Video am Start, inspiriert von Tanzverbot. Deswegen auch die Begrüßung gerade eben. Für meine älteren Zuschauer, die keine Ahnung haben, wer Tanzverbot ist. Das ist so ein YouTuber und er hat ein bestimmtes Format, das nennt er mein Punkt-Punkt-Punkt vorm Punkt-Punkt-Punkt. Zum Beispiel mein Einkauf oder mein Frühstück vorm und dann das Datum. Sehr verrückt und irgendwie sehr faszinierend. Davon habe ich mich heute inspirieren lassen und habe für euch das meine Ausbeute vorm 9. Januar. Da musste ich kurz auf das Datum schauen. Meine Ausbeute vom 9. Januar 2019. Es war kalt, es hat geschneit. Ich konnte draußen nicht viel rumlaufen, nicht viel filmen. Aber ich habe natürlich trotzdem gespielt, ich bin Bus gefahren. Hab das hier verwendet, getestet, geklickert. Eine Menge Stops gedreht, Quests erfüllt, Eier gebrütet, Pokémon gefangen. Und das verpacken wir heute in einem Video, angelehnt an Tanzverbot, meine Ausbeute vorm. Aber ganz kurz davor, es gibt ein paar Neuigkeiten. Und zwar gibt es eine neue Belohnung für PvP. Sonderbonbons. Oder sagen wir eher Sonderbonbon. Jetzt kann man zusätzlich zum Sinnostein oder zu Staub auch einen Sonderbonbon bekommen. Zweite Neuigkeit, es gibt neue Klamotten. Und die sehen ganz cool aus. Der Haken ist, und das seht ihr hier, man muss die Medaillen für PvP haben. Man kann es auch einfach hier unten bei den Medaillen sehen. Fürs Trainieren gibt es zum Beispiel diese Weste. Habe ich zum Glück schon auf Gold gehabt. Die gönne ich mir. Aber zum Beispiel hier. Die Schuhe, Silber, habe ich wenigstens das. Kann ich mir auch gönnen. Aber hier, das kann ich mir nicht gönnen, muss ich noch freischalten bei 200. Da habe ich noch gar nichts. Brauche ich das hier noch? Und dann hier das natürlich. Oh, Leggings. Und hier kann man sich alles freischalten, wenn man die verschiedenen Medaillen vom PvP auf Gold oder Silber hat. Eine kleine Motivation, um da die Medaillen vorzutreiben, voranzutreiben. Ich kenne viele, die haben das natürlich schon gemacht, aber ich hatte bisher noch keine Lust, keine Motivation. Aber jetzt habe ich einen Grund dafür, weil ihr wisst, ich will alle Klamotten haben. So, die Weste kann ich mir gönnen. Und wird auch gegönnt. Und diese Schuhe kann ich mir auch gönnen. Die werden sich auch gegönnt. Es waren sogar zwei Paar. Und die hier. Exchange. Alles klar. So, kommen wir zu meiner Ausbeute vom 9. Januar 2019. Grüße gehen raus an Tanzverbot. Ich fange mal ganz weit unten an. Da können wir so langsam hochscrollen. So, hier könnt ihr es auch schon sehen. An dem blauen Punkt, die Pokémon mit dieser blauen Aura. Das sind Pokémon, die ich innerhalb der letzten 24 Stunden gefangen habe. Und da fängt es an mit Makuhita. Den habe ich heute Morgen gefangen. Ich glaube, wir gehen erstmal alle kurz durch. Ich scroll mal kurz drauf, was ich alles gefangen habe. Die meisten Sachen weiß ich selber nicht. Habe ich noch nicht abgecheckt, weil die meisten habe ich geklickert. So. Dratini. Nee, der ist gebrütet. Gratini ist gebrütet, nicht gefangen. Der Skorpion, nicht schlecht. Noch ein Skorpion. Noch ein Skorpion. Bummels, gebrütet. Der Frosch. Okay. Bisschen Vieh und Kleinzeugs. Das Zahnrad. Traunfugel, leider nicht shiny. Ergodactyl aus der Quest, aber leider nicht shiny. Mein alter Freund. Aber ich brauche den eigentlich auf dem zweiten, weil ich brauche den noch Lucky. Und der hat ihn nicht bekommen. Nochmal Frosch, Zahnrad, Pinsir, Alter. Ein paar Babys gebrütet. Ja, ich erinnere mich. Carpador. Heatran, zwei Heatran Raids habe ich heute gemacht. Wingull, leider nicht shiny. Der hier leider auch nicht shiny. Okay. Nochmal Skorpion, nicht schlecht. Da kann ich noch ein paar Bonbons gebrauchen. Meltan habe ich mir rübergetauscht, also bis zum Smogon, das war das, was ich heute gefangen habe. Alles drüber, das habe ich mir getauscht. Das Meltan, der Spezialtausch von heute. Alles, die Versuche auf Lucky, aber nichts davon Lucky geworden. Und Slime und Köpse gerade noch gefangen. Das war das, was ich alles heute gefangen habe. Und jetzt seht ihr noch, was ich damit mache. Weil viele fragen mich, Hong, von was checkst du noch die IV? Was behältst du dies, das? Jetzt seht ihr mich in Aktion. Also, Libiskus brauche ich nicht. Egal, selbst wenn irgendeins von diesen drei, selbst wenn irgendeins von diesen drei ein 100er ist. Ich habe bereits einen auf Max gepusht, deswegen brauche ich das nicht. Selbes gilt für den. Außerdem ist er getauscht, die Wahrscheinlichkeit ist eh sehr gering. So, die können erstmal weg. Der kann auch weg, weil ihr seht, 542. Ich habe noch keinen gemaxt, das heißt, ich brauche eine gewisse Anzahl an Bonbons, um den zu maxen und zu entwickeln. Und ich muss noch einen Lucky entwickeln, den habe ich auch noch nicht Lucky. Das sind schon mal 100 Bonbons und dann nochmal um die 250 Bonbons zu maxen. Das sind schon mal 350. Das heißt, rein theoretisch könnte ich 200 zum Wegentwickeln verwenden, aber
Die kommen so häufig und das sind 50 Bonbons, das sind 2-3 Stück. Die kommen schon wieder. So, Aerodactyl getauscht, nicht lucky. 11,35, ich sehe sofort, dass es nicht 100 ist. Kann weg. Slimer kann bleiben. Zum Wegentwickeln für EP. Da habe ich ein paar Bonbons zu viel. Quapsel kann auch bleiben. Da habe ich auch noch ein paar Bonbons. Ich habe Quapo und Quaxo auf Max. Also egal, ob der 100 ist oder nicht, brauche ich nicht. Aber ich brauche ihn zum Wegentwickeln. So, von denen brauche ich erstmal nichts. Da muss die IV gecheckt werden. Schlecht und weg. 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 So einfach ist es hier. Selbes gilt wahrscheinlich auch für den. Wobei, der hat sich von der WP her gesteigert. Müsste ich nochmal genauer abchecken. 912. Den behalte ich erstmal so. Zubat. Ich muss noch einen X-Bat maxen. Und einen Lucky Boy auch noch. Das heißt, die Bonbons brauche ich, kann ich nicht wegentwickeln. Sprich, der kann weg. Weberger kann weg. Das ist eine 50er Entwicklung. Genauso wie Gattern. Und wahrscheinlich der auch. Und der kann sich nie entwickeln. Weg damit. Der auch nicht. Der 50 Bonbons. Und wahrscheinlich habe ich nicht mehr so viele. Und selbst wenn, fange ich einfach irgendwo noch an. Selbes gilt für die zwei. Kapado kann weg, den kann ich nie gebrauchen. Evoli kann meistens auch weg, ich bleib da immer um die 1000 Bonbons. Wenn ich da drüber bin oder ein bisschen Freiraum habe, entwickle ich ein paar. Der kann wieder weg, der kann wieder weg. Radfratz auch, von denen habe ich alle Bonbons verbraucht. Da habe ich jetzt erstmal keine Bonbons zum Entwickeln, der kann weg. Janma kann weg, Skorgler kann weg. Pantimus kann auch direkt weg, Pinsir eigentlich auch. Der kann direkt weg, Aerodactyl, oh ne ne ne. Das sind die aus der Quest, die kann ich vertauschen noch, falls jemand den braucht. Natu kann weg, die kann weg, Goldini kann weg, da habe ich nicht mehr so viele Bonbons. Magnetilo kann weg und Radfratz, genau. So. Dumisu kann weg, Schluppu kann weg, das. Von dem habe ich auch nicht mehr so viele Bonbons von Visor. Radfratz weg, Knuffenser. So. Spoin kann weg. Magnetilo haben wir gerade weggeschickt. Von ihm habe ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel, dass ich entwickeln kann. Pantimos kann immer weg. Schluppo kann weg. Wir haben gerade einen Bummels weggeschickt, aber der war schon ertauscht. Den habe ich gebrütet, den kann ich jemandem tauschen. Deswegen behalte ich den erstmal. Visor kann weg, keine Bonbons mehr. Der kann weg, Smogon kann weg, Zubat kann weg. Visor, die können alle weg. Dumise kann weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Und weg. So. Das ist ein Visor, aber das ist schon älter. Das von gestern hätte ich wegschicken müssen. So, was haben wir denn hier noch so? Von dem, die kann ich immer behalten. So, ich habe viele Bonbons und der kostet nur 12. Da muss ich auch immer schauen. Zum Beispiel jetzt 2 könnte ich behalten, aber ich habe, glaube ich, noch ein paar. Deswegen, der kann weg. Ringul habe ich nicht 100, nur 98 kann. Kann ab und zu mal gecheckt werden, wenn ich Bock habe. Beziehungsweise meistens. Raupi kann eigentlich weg, weil ich habe noch viele Raupi und nicht mehr viele Bonbons. Keine Bonbons, kann weg. Babys bleiben natürlich alle erstmal. Aber an sich zum Beispiel hier, nenne ich die immer um in Kilo. Sehr unkreativ, aber heißt Kilometer. Das heißt, wenn ich die vertausche, bringen die mir Kilometer. So. Von denen habe ich auch so viele Bonbons. Die behalte ich immer und entwickle die weg für EP. Ja, so, das war so die Ausbeute. Und auch was ich so mit meiner Ausbeute alles mache, was ich behalte. Von was ich die IVs checke. Manche wollten, dass ich zum Beispiel hier bei den Babys oder was ich brüte, die IVs anzeige. Muss ich mir halt noch echt überlegen, ob ich es mache. Weil es echt umständlich. Ich habe es mal bei der Ausbeute gestern gemacht. Zum Beispiel hier im Nachhinein. Hab's nicht ins Video mitgenommen, aber so würde das aussehen. Ich weiß nicht, was das bringt. Also, man sieht es halt erstens direkt an der WP schon, dass die halt nicht so gut sind. Und dann steht da halt genau zum Beispiel hier 73 bis 76 oder bei Knospi zwischen 64 und 84. Weil genauer hat der IV-Rechner das nicht ausgerechnet. Ich weiß nicht, ob ich das extra so einfügen soll für euch, weil an sich sehe ich es ja eh an der WP und dann sage ich es ja auch, ob das relativ gut ist oder nicht. Und alles, was halt nicht erwähnenswert ist, ist halt dann sowas hier. So, keine Ahnung, 84% zwischen 62 und 78. Ich weiß halt zum Beispiel bei Isso ist 100% 305.
Das heißt, wenn ich direkt sehe 277, also so denke ich es mir. Aber wenn es euch interessiert, so richtig genau, auch wenn es so richtig schlecht ist, dann könnt ihr das ja unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wenn es reicht, wenn ich euch sage, okay, der ist nicht so gut, und bei den Sachen dann, die erwähnenswert sind, die dann, keine Ahnung, 93 aufwärts sind oder so, kann ich es ja vielleicht einblenden. Vielleicht machen wir sowas. Aber wer das Video heute gesehen hat, also wer das Video jetzt hier seht, dann das Video von gestern, wo ich, Vorsicht Spoiler, einen Glücksballerfisch bekomme. Die Jagd war heftig. Da habe ich auch ein paar Eier gebrütet. Und an einer Stelle war es komisch geschnitten, weil da habe ich was rausgeschnitten. Und zwar habe ich wieder was sehr, sehr Krasses gebrütet. Und das nehmen wir auch hier mit rein in dem Ausbeutevideo vom 9. Januar 2019. Prozent Rabauts. 281. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. In letzter Zeit läuft es bei mir mit den Eiern. Shiny Togepi, Shiny Knospi, 100er Togepi, 100er Rabauts. Ich kann nicht klagen, ich bin zufrieden. Aber in letzter Zeit brüte ich auch echt viel. Muss man aber auch betonen und hinzufügen. Ja, das war das Highlight, der Abschluss für dieses Video hier. Wenn es euch gefallen hat, dieses Format, Shoutout geht raus an Tanzrobot, wie gesagt. Angelehnt, inspiriert von seinem Format. Dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben und mir ein Feedback hinterlassen, ob ihr dieses Format öfter sehen wollt. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.